Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. 25,1 entlade ich. Ja? 25. Siehst du da? Das ist ganz wichtig. Guck mal hier, 25,1. Guck mal, jetzt haben beide 25,1. Schau mal. Das ist. Da haben wir was vor uns. Wir sind jetzt gerade dabei, mit der Software die ganzen Batterien ganz genau abzugleichen, so gut es geht. Ich gehe jetzt mal auf der Seite. 25,3, 25,1. Ja. Das ist jetzt, die habe ich jetzt aufgemacht. Alle Batterien, 400 Batterien, gleichen wir jetzt ab mit der Software, dass die genau stehen. Warte mal, wir gehen mal auf der Batterie hier. 25,2, 25,3, 25,4, 25,1. Das springt immer ein bisschen hin und her. Ne? Da muss ich jetzt, boah. Hier, 25,2, 25,1. Ja? Das ist so. Wenn wir diese Batterie, boah, das ist viel Arbeit, echt, das ist echt viel Arbeit. Manche Batterien sind 2,5 Ampere, 1,5 Ampere, ja, das ist normal, nee, das ist nicht normal. Denn wenn der Wert hier oben nicht stimmt, dann stimmt der Prozentwert hinterher auch nicht. Ja, die App ist ja wohl ein Bilderbuch, wa, Kinders, da muss man wohl mal ganz klar sagen hier, ne? Das ist mal eine App. Ja, können wir hier drauf gehen, die Zellen, hier die ganze Störmeldung. Hier drauf. So. So sieht das halt aus. Wo ist denn das, wo man uns kontaktieren kann? Das haben wir doch auch immer hier, ne? Siehst du? Habt ihr dann auch. Ja, da sieht ihr schon die nächste Batterie, über hier die Batterien stehen. Ich gehe nochmal hier drauf. Sieht natürlich bildschön aus, die App. Ich finde sie wirklich bildschön. So sieht's aus. Guten Morgen. Hier ist, ich war heute Morgen 3 Stunden nicht da, ich war zu Hause meine Klimaanlage machen, hier ist voll. Ich weiß schon gar nicht mehr alle, was die machen hier. Ich wollte mal was zu dem Thema Ware. Ich habe gestern auch wieder 2 Anrufe gekriegt, dass der Lieferant uns keinen Schlauch liefern kann, dieser Kabelschlauch. Da haben wir jetzt gelöst. Du bist immer am Anrufen und nimmst, was da ist. Da muss ja keiner denken, der Götz schnappt mir das vor die Nase weg. Zum Beispiel unsere Fenster kommen von einem ganz anderen Lieferant, weil die meisten Kollegen von mir kaufen das ja bei Raimo, bei Frankana, ich weiß nicht, Movera, Campingprofi, das sind die Lieferanten. Ich kaufe da nicht. Meine Fenster kommen direkt aus Frankreich. Das ist auch ein Vertrag mit dem, dass ich die und die Fenster auch pro Jahr abnehme, dann kann ich da auch bestellen palettenweise. Also ich nehme keinem etwas weg. Es ist schade, dieses Just-in-Time ist vorbei. Man muss unglaublich viel Geld in die Hand nehmen. Unglaublich viel. Wir reden von Millionen. Millionen, was hier an Ware in der Bude steht. Oder du kannst nicht mehr arbeiten. Es liefert dir keiner 30 Solarmodule oder 20 und 10 Batterien. Es geht nicht mehr. Schau mal, gestern Kombis. Kombis, Kinder. Und das ist noch nicht alles. Das ist ein Teil von den Kombis. Das sind 2000er, nee, das sind 3000er. Das sind 3000er Kombis. Das sind Tausender, 2000er wieder. Schaut euch das mal an. Kinder, da reden von fast 70 Kombis. Da kannst du dir ein traumhaftes Wohnmobil von kaufen. Ich wäre froh, wenn das auch wieder zur Normalität kommt. Aber entweder kaufst du jetzt richtig und das wird schlimmer. Ja? Fachleute sagen, wir sind da noch lange nicht über dem Berg. Ford, die Produktion steht. Jetzt die nächste Produktion, die steht, wird Audi sein. Und gar kein Liefertermin, Halbleiter und ach, was die alle brauchen und Kunststoff und der ganze Scheiß. Es sieht nicht so gut aus, also muss man jetzt richtig einkaufen. Schau mal bitte unsere Regale. Bitte schau mal die Regale. Habt ihr das schon mal in irgendeinem Video gesehen, die Regale leer sind? Guck mal, was da noch an Solarmodule liegt. Das ist alles leer, die sind sonst bis zur Decke. Könnt ihr mal die Videos sehen, voll. Ich bin aber beruhigt. Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch kommen 700 Module und 3200 Solarhalter. Nächste Woche Mittwoch. Dann ist wieder Ausnahmezustand da draußen, weil wir wissen nicht wohin. Egal. Die Scheiße.
ich finde es scheiße, dass du so viel Geld hier in den Bau investieren musst. Oder du kannst nicht liefern. Ja, liebe Camper, das ist, wir müssen da alle durch. Aber wie gesagt, darum habe ich auch gesagt, wenn ich jemanden helfen kann. Aber ich habe gestern auch wieder zwei Sachen versendet. Und alles um eine Lappalie hier. Notfall ist mal was anderes. Aber wenn ich 5 Paletten Fenster bestelle, die brauche ich. Die 5 Paletten Fenster brauche ich. Das Buch steht voll. Der kriegt 2 Max-Vent, der hat einen gekriegt, das weiß ich wohl. Und hier bin ich nicht so drin. Hat der hier Fenster oder irgendwas gekriegt? Max-Vent oder irgendwas? Nee. Der aber, glaube ich, ne? Aber die beiden weiß ich. Die beiden weiß ich. Da siehst du, es sind schon wieder 3. So sieht das aus, liebe Camper. Und bleibt lieb, bleibt anständig. Und ja, ihr seht, Lager oben ist voll. Ich muss jetzt erst gucken, wie ich das lager. Na, wir sind da oben, die sind da alles am Umpacken. Dann wird alles oben wieder eingebucht. Ne? Aber, das sind doch 70 Kombis. Peanuts. 70 Kombi ist nix. Daumen hoch, bleibt lieb. Und wir sehen uns.